Das Land ist schmerzhaft, als ich in Erinnerung habe. Ja, wem sagst du das? Und deine anderen fantastischen Funde, die ich verpasst habe? Hast du wenigstens Fotos? Schön wär's. Elena hat ab und zu gefilmt, aber die Kamera ist hinüber. Oh, wie ärgerlich. Ich habe Zeichnung. Wenn wir zurück sind, zeige ich sie dir. Du hast Zeichnung? Hängen die am Kühlschrank oder was? Nein, aber die sind echt gut. Kann's kaum erwarten. Zum Hochklettern. Das sieht doch gut aus. Du meinst wohl eher gefährlich. Mist! Alles klar da oben? Ja. Ja, geht schon. Wäre übel, wenn du jetzt nicht triffst. Das stimmt wohl. Aber ich treffe. Okay, danke. Nathan? Nathan? Was? Oh, ja. Okay. Alles klar bei dir? Ja. Wie sehe ich aus? Wie 400 Millionen Scheine. Na los. Ja. Okay, ich bin direkt hinter dir. Sully? Weißt du, was ich an Ganovenpartys so mag? Was denn? Niemand juckt, wenn du drinnen eine qualmst. Lang ist's her. Ja, zu lang. Du kennst doch noch meinen toten Bruder, oder? Victor? Da hol mich doch der Teufel. 15 Jahre. Ja. Schön, dass du noch lebst, Sam. Mhm. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja, was das angeht. Was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Schau mal da. Das ist Averys Kreuz. Sie haben es aus dem Lager geholt, kurz bevor ihr hier wart. Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? 10, 15 Minuten höchstens. Wir müssten da doch irgendwie rankommen. Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeugen. Okay, okay. Aber wir müssen sie nur ablenken. Wie? Wie,
Was weiß ich wie? Das muss doch irgendwie gehen. Wenn die Wachen sehen, wie wir an das Kreuz wollen. Was, wenn sie uns nicht sehen? Hm? Leute, ihr benehmt euch, als wärt ihr noch nie im Knast gewesen. Wenn man ein Ding abziehen will, wartet man, bis das Licht ausgeht. Ja. Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden hier? Lüftungssystem, Strom, das hier da oben. Wir klettern einfach darauf, kappen das Licht und schnappen uns das Kreuz. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht ran. Scusati, Signore. Mm. Antipasti? Hi. Nein, danke. Hi. Wie geht's Ihnen? Ciao. Hey, konzentrier dich. Ein Kellner bemerkt keiner. Könnte klappen. Das wird klappen. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum und stell den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschendieb. Du gehst nach unten und behältst das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Hör zu, wir schaffen das. Bereit? Bereit. Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller. Victor, man sieht dir die Jahre echt nicht an. Danke, liegt bestimmt am veganen Leben. Bist du ehrlich? Du glaubst aber auch alles, Himmel, nein. Nein, nein. Ich dachte, mein Französisch und zumindest mein französischer Akzent wäre ganz angenehm. Aber vor ein paar Monaten war ich mit meiner Freundin im Sonntag. Ich hatte gerade die Dinger verkauft. Letztes Jahr. Komm, hatten wir diese Balldinger. Abstrakte Kunst ist eben. Jedenfalls kommen wir aus dieser riesigen Eistüte. Was ist das überhaupt für ein Kaffee? Und sehen draußen diesen Crêpe-Verkäufer. Ich gehe also rüber und beeindruckend, also bestelle ich einen Crêpe mit Zucker. Zum Weinkeller geht's da lang. Los. Oh, dieser Ort ist chic. Natürlich spielen sie dumm europäischen Techno. Verzeihung. Scusi. Entschuldigung. Verzeihung. Da wären wir. Okay, dann mal los. Verschlossen. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf? Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Habt ihr gesehen? Keycard hinten links. Yep. Ich bin dran. Wow, wow, wow. Willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Na gut. Oh, echt super. Ich hab's noch gar nicht versucht. Er hatte Zweifel. Ich sehe gern Profis bei der Arbeit zu. So.